Hast du eine Photovoltaikanlage oder spielst mit dem Gedanken, dir vielleicht eine anzuschaffen und fragst dich jetzt, welche Auswirkungen das Ganze hat in Bezug auf Steuererklärung, das heißt, welche Steuererklärung du in Zukunft abgeben musst, dann ist das Video genau das Richtige für dich, denn dieser Frage gehen wir mal auf den Grund. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du eine Photovoltaikanlage anschaffst und betreibst, dann bist du unter Umständen Unternehmer. Stimmt tatsächlich. Das wissen viele Leute gar nicht, aber der Betrieb einer Photovoltaikanlage ist eine gewerbliche Tätigkeit oder zumindest in den meisten Fällen eine gewerbliche Tätigkeit. Das bedeutet, dass du dich auch wirklich so anmelden musst wie ein Gewerbetreibender und anschließend auch alle steuerlichen Verpflichtungen hast und jährliche Steuererklärung abgeben musst. Dass du jetzt sowas wie ein Unternehmer bist, hat auch zur Folge, dass du dich genauso registrieren musst. Das heißt, wenn du eine Photovoltaikanlage betreibst, musst du den sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung abschicken und bekommst dann dafür auch eine Steuernummer. Dieser Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ist dafür da, damit das Finanzamt weiß, dass dein Unternehmen existiert. Am besten füllst du den aus über Elster Online. Elster Online ist das Online-Portal des Finanzamtes und da kannst du das Ganze online und digital erledigen. Wie du dich bei Elster Online anmelden kannst und wie dieser Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aussieht und wie du den ausfüllen kannst, das habe ich schon mal in einem sehr umfangreichen Tutorial erklärt. Ich verlinke dir das Video mal oben rechts. Deswegen, wenn das jetzt ansteht für dich, schau unbedingt da einmal vorbei. Und wenn du jetzt Unternehmer bist und eine PV-Anlage betreibst, dann gibt es drei Steuerarten, die für dich potenziell relevant sind. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass du wirklich drei Steuerarten zahlen musst. Das bedeutet auch nicht, dass du in jedem Fall wirklich drei unterschiedliche Steuererklärungen abgeben musst, aber du solltest zumindest alle drei Steuerarten irgendwie auf den Schirm haben und für dich überlegen, ob das Ganze relevant für dich ist. Die erste Steuerart, die du wahrscheinlich auch schon kennst, ist die Einkommensteuer. Die Einkommensteuer ist das, was du als Angestellter zum Beispiel bezahlst durch die Lohnsteuerabzüge in deinen Gehaltsabrechnungen oder du bezahlst sie als Selbstständiger in Form von quartalsweisen Vorauszahlungen. Das heißt, die meisten Leute zahlen sowieso Einkommensteuer in Deutschland. Und deine Einnahmen von der PV-Anlage sind Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die in die Steuererklärung einfließen müssen. Das heißt, du musst diese Einnahmen versteuern. Und Einnahmen sind sowohl die Einspeisevergütung, als auch die Privatentnahme, die versteuert werden muss. Es gibt da allerdings eine Ausnahme und diese Ausnahme heißt Liebhaberei. Liebhaberei ist im Finanzamt der Begriff für, ja, umgangssprachlich könnte man Hobby sagen. Und das Finanzamt möchte nicht all deine Hobbys in der Steuererklärung haben. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Finanzamt deine PV-Anlage als eine Art Hobby betrachten und dann führt es dazu, dass du die Einkünfte aus Gewerbebetrieb vom Betrieb der PV-Anlage nicht mehr als Einkünfte aus Gewerbebetrieb in der Steuererklärung einfließen lassen musst. Das bedeutet dann allerdings, dass du auch potenzielle Verluste, die du generierst, nicht mehr mit anderen Einkunftsarten verrechnen darfst. Um diese Liebhaberei zu beantragen, musst du einen Antrag beim Finanzamt stellen. Ich habe zu dem ganzen Thema, also Einkommensteuer auf PV-Anlagen und Liebhaberei, ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Da bekommst du noch weitere Informationen rund um das Thema Einkommensteuer für PV-Anlagen. Die zweite Steuerart ist eine Steuerart, die ehrlicherweise ziemlich häufig vergessen wird. Wenn ich online recherchiere nach Steuern in Bezug auf PV-Anlagen, dann wird diese Steuerart ziemlich häufig gar nicht erwähnt. Und das ist die Gewerbesteuer. Warum ist die eigentlich relevant? Wenn du Einkünfte aus Gewerbebetrieb hast, beispielsweise durch eine PV-Anlage, dann bist du gewerbesteuerpflichtig. Du musst grundsätzlich Gewerbesteuer zahlen. Aber warum wird das eigentlich so häufig vergessen oder gar nicht erwähnt? Weil die Gewerbesteuer einen Freibetrag von 24.500 Euro pro Jahr Gewinn hat. Du kannst wirklich einen Gewinn von fast 25.000 Euro pro Jahr machen, bevor du überhaupt Gewerbesteuer zahlen musst. Und zugegebenermaßen, diese Grenze erreicht man mit einer klassischen, typischen PV-Anlage einfach nicht. Und das Ganze führt dann dazu, dass du in der Regel keine Gewerbesteuer zahlen musst. Aber Vorsicht an dieser Stelle! Nur weil du keine Gewerbesteuer zahlen musst, bedeutet das nicht, dass du keine Gewerbesteuererklärung abgeben musst. Denn wie soll das Finanzamt denn wissen, dass du unter dieser Freigrenze bist? Das teilst du dem Finanzamt ja erst mit der Gewerbesteuererklärung mit. Und deswegen musst du trotzdem eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Deswegen gilt für die allermeisten von euch, ihr müsst eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Das ist ein bisschen bürokratischer Aufwand. Ihr werdet aber wahrscheinlich keine Gewerbesteuer zahlen müssen. Das Ganze gilt übrigens nur für Anlagen über 10 Kilowattstunden. Wenn deine Anlage weniger als 10 Kilowattstunden leistet, dann bist du grundsätzlich von der Gewerbesteuer befreit und musst dich nicht näher damit beschäftigen. Die dritte Steuerart, die du als PV-Anlagenbesitzer im Blick haben solltest, ist die Umsatzsteuer.
Und ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, weil das häufig vermischt wird. Die Umsatzsteuer musst du immer getrennt betrachten von der Einkommensteuer. Wenn das Finanzamt für die Einkommensteuer deine PV-Anlage als Liebhaberei oder Hobby betrachtet, bedeutet das nicht automatisch, dass du nichts mit der Umsatzsteuer zu tun hast. Bitte das nicht miteinander vermischen. Liebhaberei gilt nur für die Einkommensteuer. Die Umsatzsteuer ist davon separat zu betrachten. Aber was ist denn die Umsatzsteuer? Die Umsatzsteuer ist umgangssprachlich die Mehrwertsteuer und die musst du zahlen auf die Einspeisevergütung, aber tatsächlich auch auf deine Entnahmen. Das heißt, wenn du eine PV-Anlage hast und das ein Unternehmen ist und du dann eine Leistung aus diesem Unternehmen entnimmst und privat verwendest, musst du tatsächlich auch darauf Umsatzsteuer zahlen. Im Gegenzug kannst du aber die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wird, zum Beispiel bei der Anschaffung oder Wartung oder Planung der PV-Anlage, die kannst du dir vom Finanzamt wiederholen. Das heißt, es wird verrechnet und tatsächlich, wenn du sogar mehr Umsatzsteuer gezahlt hast, was zum Beispiel bei der Anschaffung der Fall ist, dann bekommst du das Geld tatsächlich vom Finanzamt erstattet. Das bedeutet aber natürlich langfristig, dass du immer wieder Umsatzsteuer zahlen musst. Darauf kannst du aber auch verzichten. Das heißt, auch da gibt es eine Vereinfachungsregelung. Die heißt aber nicht Liebhaberei, die heißt bei der Umsatzsteuer Kleinunternehmerregelung. Wenn du dauerhaft unter 22.000 Euro Umsatz machst, dann kannst du freiwillig auf diese ganze umsatzsteuerrechtliche Abwicklung verzichten, dann rechnest du einfach nur mit Bruttobeträgen und musst auch keine laufenden Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Das bedeutet dann allerdings auch, dass du die dir in Rechnung gestellte Umsatzsteuer dir nicht mehr wiederholen kannst. Und auch an dieser Stelle nochmal ein wichtiger Hinweis. Nur weil du keine Umsatzsteuer zahlen musst aufgrund der Kleinunternehmerregelung, heißt auch das nicht, dass du keine Steuererklärung abgeben musst. Es ist also genau wie bei der Gewerbesteuer. Nur weil du eine Steuer nicht zahlen musst, heißt es nicht, dass du die Erklärung nicht machen musst. Denn du musst auch als Kleinunternehmer eine jährliche Umsatzsteuererklärung machen, weil, auch an dieser Stelle, wie soll das Finanzamt denn sonst wissen, dass du unter 22.000 Euro Jahresumsatz bist? Also bitte die Jahreserklärungen nicht vergessen. Wie beantragst du die Kleinunternehmerregelung? Am besten direkt bei der steuerlichen Registrierung. Also im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung kannst du einen Haken setzen bei Kleinunternehmerregelung und musst dann keine Umsatzsteuer zahlen. Es ergibt aber tatsächlich Sinn, auf die Kleinunternehmerregelung zu verzichten und bewusst die Versteuerung zu wählen. Da gibt es ein Modell, wie du tatsächlich insgesamt Geld sparen kannst. Wie das genau funktioniert, dazu habe ich ein vertieftes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Ich hoffe, dieses Video hat dir einen guten ersten Überblick darüber gegeben, welche steuerlichen Verpflichtungen du jetzt als PV-Anlagenunternehmer hast. Ich weiß, es fühlt sich im Alltag häufig nicht so an, dass man wirklich selbstständig ist, aber vom Finanzamt bist du jetzt selbstständig. Wenn du dir jetzt denkst, Selbstständigkeit, auch wenn es nur eine PV-Anlage ist, ist einfach zu viel Arbeit. Ist ja schön, dass ich viele Steuerarten gar nicht zahlen muss, aber diese ganze Arbeit will ich nicht machen. Gib das am besten einfach an einen Steuerberater ab, der genau darauf spezialisiert ist. Und wir sind ein spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und du bist jetzt selbstständig. Das heißt, wir können dir auch sehr gut weiterhelfen. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau aber auch gern unsere weiteren Videos an. Du bist jetzt ja selbstständig, deswegen kannst du auch die meisten Steuertipps nutzen, die wir auf diesem Kanal veröffentlichen, zum Beispiel diesen hier oder diesen hier.